So Leute, wieder oberschenkellastig. Heute könnt ihr sich ein bisschen ausruhen, auch wenn sich das nicht so anfühlt. Wir haben heute quasi Halterarbeit Oberschenkel. Das ist nicht ganz so anspruchsvoll für die Muskulatur, als wenn wir quasi dynamische Bewegungen ausführen, weil wir halt auch die Exzentrik, also die negative, die Abwärtsbewegung nicht dabei haben. Ich weiß, es fühlt sich nicht so an, ist aber nicht ganz so belastend wie normale Übungen. Ihr geht quasi in die Parallele und versucht die Oberkörper nicht so hässlich wie bei mir, sondern so aufrecht wie möglich schön zu halten. Ne? Und so lange wie ihr könnt, ich sag mal 30 Sekunden ist schon ein guter Wert, wenn ihr 1-2 Minuten schafft, ist das Hardcore. Ja? Einfach halten, dass die Oberschenkel schön parallel sind. Wenn ihr das habt, dann ist quasi eure Pause Klappmesser. Und hier guckt ihr wirklich drauf, dass ihr im Grunde mit Händen und Füßen richtig schön zusammen hochkommt und die hier berührt. Hier guckt ihr mal, je nach Leistungsniveau, 5 bis 10 Stück. Kurz durchatmen und dann geht ihr wieder in die Kniebeuge und haltet die. Ja, auch wieder so lange, bis ihr nicht mehr könnt und dann runter zum Klappmesser. Bei dem Klappmesser, wie gesagt, 5 bis 10 sollten drin sein, manche schaffen deutlich mehr. Das entscheidet ihr selber. Insgesamt 5 Runden, ihr könnt doch bis zu 10 Runden hinten hochfahren. Okay? Noch ein kleines Wortchen zum Schluss, wenn wir mal Fahrt haben und die Leute so ein bisschen, naja, durcheinander sind, sich nicht so umfangreich informieren können, wie sie gerne wollen. Vielleicht sollten wir es nicht sagen, ich mache es trotzdem mal. Wenn ihr euch fit haltet, das heißt, ihr ernährt euch gesund, Bio-Obst, Bio-Gemüse, guckt, dass ihr proteinreich esst, Fast-Food vermeidet, nicht nur Weizen in euch reinstopft, eure Vitamine nehmt, euch jeden Tag ordentlich bewegt, am besten auch ein Spaziergang oder ein Läufchen draußen in der frischen Luft, euch Kälte aussetzt, also dort beim Spaziergang ruht mal ein bisschen frösteln die 10 Minuten oder ihr duscht morgens kalt, dann stärkt ihr euer Immunsystem ausreichend, um durch die aktuelle Situation zu kommen, weil die ist genauso wie jedes Jahr. Wir haben immer eine Virenbelastung, wir haben immer Viren in uns, auf uns, um uns. Die brauchen wir auch, damit wir unser Immunsystem in irgendeiner Art und Weise anlernen können, um hier grundsätzlich überleben zu können auf diesem Planeten. Und es ist quasi vom Status quo her genauso wie jedes Jahr. Es gibt nichts Schlimmes oder Gefährliches, es ist genauso wie eine Grippe. Und wenn ihr euch dementsprechend fit haltet, ja, und gesund ernährt und euch nochmal darüber informiert, werdet ihr feststellen, das funktioniert auch so wie jedes Jahr. Und wenn jemand krank wird, er hat Schnupfen, Halsschmerzen, Kopf- und Gliederschmerzen, dann ist das auch so wie bei einer Grippe. Dann legt man sich ins Bettchen. Ja. Wenn man es bis dahin nicht präventiv gemacht hat, macht man sich quasi Kurkuma irgendwo schön als Teeaufguss oder als, kalte, als goldene Milch, wie man das nennt, mit Milch oder auf einer Hafermilch oder sonst was. Schön heiß trinken, das wirkt noch quasi positiv aufs Immunsystem und mindert Entzündungen ab. Und dann einfach ausruhen, erholen und dann geht es von vorne los, weil euer Immunsystem durch solche Sachen lernt und stärker wird. Also, bleibt klar im Kopf, haltet euch fit, bis gleich.